So schön und so schlicht und so einfach steht das da. Sie sahen niemand als Jesus allein. Natürlich rein äußerlich erst einmal zu verstehen. Die beiden großen Gestalten aus dem alten Bund, Mose und Elia, die waren nicht mehr da. Von daher waren für die drei Jünger, war für die drei Jünger nur einer im Blick, nämlich Jesus. Aber dann natürlich im übertragenen Sinn viel stärker zu verstehen. Sie sahen niemand als Jesus allein. Und dass das das Ziel dieser Begegnung ist, das leuchtet jedem ein, der nur halbwegs diesen Bibeltext liest. Dass es genau darum geht, niemand zu sehen als Jesus allein. Und dass das so von Jesus gewollt ist, merken wir auch daran, dass diese Begegnung, diese ganz besondere Begegnung auf dem Berg der Verklärung, ja ein von Jesus ganz bewusst herbeigeführtes Ereignis war. Das war ja nicht ein Zufall. Das war ja nicht ein beliebiges Treffen. Das war auch nicht einfach ein Treffen wie alle anderen, die es über die Jahre gab. Das war schon was ganz Besonderes. Das können Sie einmal daran erkennen, dass Jesus ja eine bewusste Auswahl aus der Auswahl von der Auswahl trifft. Hier ist nicht vom Volk allgemein die Rede, was manchmal zu Tausenden um ihn herum strömte. Hier ist noch nicht einmal von den Zwölfen die Rede, von der Kerntruppe, sondern hier ist von der Kerntruppe die Rede. Drei, ganz bewusst drei, wählt er aus. Er wählt die drei aus, die nachher die Keimzelle der Urgemeinde sind. Die drei, Jakobus, Johannes und Petrus. Von denen der eine, Jakobus, ja nur eine ganz kurze Zeit lebte, bevor man ihn um des Glaubens an Jesus willen dann ermordet hat. Aber diese drei waren die Starttruppe der Gemeinde Jesu in der nachösterlichen Zeit. Und diesen dreien legt er dieses ganz besondere Geschenk des Sehens des verherrlichten Christus in ihr Leben hinein. Der zeitlich, denken Sie an 1. Korintherbrief, Kapitel 15, zeitlich später berufen wurde, Paulus, hatte dann auch solch eine ganz besondere Begegnung im Tempel gehabt, als er ihn sah. Und so hat die apostolische Grundlage, auf die die Lehre sich gründet, neben dem irdischen und gekreuzigten und auferstandenen, auch einen Blick in die Welt des verherrlichten Christus getan. Ganz bewusst wählt er diese drei aus. Diese drei sollen das in ihrem geistlichen Leben haben. Und das hatten die in ihrem geistlichen Leben. Das können Sie unter anderem daran entdecken, dass der eine, zum Beispiel Johannes, in seinem ersten Johannesbrief ganz bewusst an den ersten Brief das stellt. Diese Erfahrung, wir haben das gesehen, wir haben ihn gesehen, seiner Herrlichkeit. Und der letzte Brief und das letzte Zeugnis von Petrus in 2. Petrus 3 nimmt genau das noch einmal auf. Genau diese Begegnung war für Petrus absolut entscheidend, sogar der Berg der Verklärung bewusst erwähnt, was für ihn das bestimmend war, für sein geistiges Leben, dieses Ereignis auf dem Berg fortan bestimmend war, selbstverständlich. Und von Johannes wissen wir, dass er ja, siehe Offenbarung 1, noch einmal eine ganz besondere Erfahrung gemacht hat mit dem Sehen des verherrlichten Christus. Das waren prägende, tief prägende Ereignisse für diese Männer. Allein daran können Sie schon sehen, darum geht es, Jesus allein zu sehen. Sie sehen es aber auch daran, dass ja der Ort von Jesus ganz bewusst gewählt wird. Er war ja schon, so erfahren wir aus Matthäus Kapitel 16, er war ja schon ganz im Norden, für all die so ein bisschen Geografie im Kopf haben, wir sind ja schon mit Matthäus 16 schon nördlich vom See Genezareth, in dieses Jordan-Gründungsgebiet, Quellgebiet, da in dem Bereich, schon da sind wir. Und in diesem Gebiet, wo Matthäus 16 stattfindet, heißt es dann danach, er führte sie auf einen hohen Berg. Ach, wir haben gerade schon gesagt, es gibt ja diese erfrischende Diskussion. Was für ein Berg war das wohl? Das interessiert natürlich alle und es sind ja immer besonders drei Berge sozusagen im Diskussionspool. Da wird der Merom erwähnt, der spielt bei uns jetzt nicht so die große Rolle, aber wer in Israel war, der weiß, dass der ist ganz gar nicht so unwichtig. Und natürlich der berühmte Tabor wird erwähnt, der Tabor. Und wenn Sie aber jetzt geografisch überlegen, wo Sie sind, dann sind Sie eigentlich beim ganz anderen Berg, Sie sind beim Hermon. Aber welcher Berg auch immer, wir werden es auch heute Morgen nicht endgültig entscheiden, weil es nicht da steht. Was es war ein hoher Berg, ein hoher Berg. Und der Berg ist natürlich für uns schon zuallererst einmal ein Ort der Offenbarung, das ist ja ganz klar.
Berge sind Orte der Offenbarung in der Bibel. Und natürlich besonders ein Berg fällt uns auf als ein Ort der Offenbarung, nämlich der große Gebirgszug, der Sinai, als der große Gottesberg der Offenbarung im Alten Bund. Aber Matthäus lenkt unseren Blick noch auf eine andere Stelle, nämlich dass natürlich auf diesem Berg Gott selber, der Vater selber, ein eindrucksvolles Zeugnis spricht. Was ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und natürlich wissen wir, dass es noch einmal eine Stelle gab, wo Jesus den Vater genau so gehört hat. Das war aber nicht auf einem hohen Berg. Das war genau an der anderen Stelle. Das war am tiefsten Tal. Das war nämlich bei der Taufe, damals beschrieben in Matthäus 3, und zwar an der tiefsten Stelle, Sie wissen das, im Jordangraben. Und allein jetzt schon sehen Sie geografisch das vor sich, an der tiefsten Stelle, die in Israel möglich ist, da unten im Jordangraben. Und auf der anderen Seite an der höchsten Stelle, die möglich ist, auf einem hohen Berg. Nehmen Sie meinetwegen als Geografiehilfe den Hermon an. Das ist beides Jesus. An der tiefsten Stelle, die er erlebt hat, bis hinabgestiegen, das Reich des Todes hinein, in den Machtbereich des Todes, der Finsternis des Sterbens und die Verherrlichung auf dem Berg der Verklärung. Das ist beides Jesus. Ganz bewusst steht einer hier vor Ihnen. Jesus steht vor Ihnen. Das ist ganz bewusst herbeigeführt. Und natürlich findet der Berg der Verklärung auch nicht irgendwo statt. Das heißt, man hätte diese Szene jetzt nicht sich vorstellen können, irgendwo ganz anders, sondern sie ist genau an der Stelle. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, was ja nicht schlecht ist, wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann können Sie schauen, was davor war. Und davor kommt ein ganz, ganz wichtiger Einschnitt im Matthäusevangelium. Nämlich es heißt dann, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen müsste. Es beginnt ganz bewusst der Passionsweg und an der Einschnittstelle des Passionsweges, wo es ja wörtlich gesprochen ganz weit runter geht, zeigt er sich seinen Jüngern als der zukünftige Verherrlichte auf dem Berg der Verklärung. Das, was da stattfindet in Jerusalem, dient dem einen letzten Ziel, der übermäßig großen Verherrlichung des Sohnes Gottes. Aber natürlich fehlt uns neben der Auswahl der Jünger und dem Berg und diesem ganz bewussten Hineingeben in die Schnittstelle auf dem Weg nach Jerusalem auch noch eine ganz eigenartige Zeitangabe auf. Die dürfen Sie ja nicht überlesen. So wenig, wie man die letzte Woche überlesen durfte, da bei der Hochzeit zu Kana mit dem dritten Tag, so wenig dürfen wir hier überlesen, dass das ganz bewusst heißt, und nach 6 Tagen. Und natürlich schaut ihr der Bibelleser sofort, was war denn vor 6 Tagen? Und wir erfahren gar nicht, was vor 6 Tagen war. Aber Matthäus hat natürlich einen tiefen Sinn, dass er diese 6 Tage drin lässt. Ganz klar, er will, dass wir darüber stolpern, über diese Zeitangabe und nicht einfach weiterlesen. Sondern da steht, nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus, Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und natürlich haben wir bei der Zahl 6, das ist ganz klar und richtig und wichtig, danach eben den 7. Tag, den Tag des Herrn, den Tag der Auferstehung, den Tag der Erschöpfung, der Neuschöpfung, der vollendeten Schöpfung. Ganz klar, ganz eindeutig. Und das schwingt natürlich mit, wenn von diesem verherrlichten Christus die Rede ist. Aber Sie wissen, dass bei diesem ganz anderen Berg, den ich gerade schon angedeutet habe, es ganz genauso war, beim Sinai war es ganz genauso. Und natürlich entdeckt der Bibelleser diese frappierende Parallele. Als das Volk damals zum Sinai kam und Gott es angekündigt hat, ich werde mich an diesem Berg euch offenbaren, und dann der bewusste Schutzzaun, den Berg da gebaut wird, und dann die 70 Ältesten an der ersten Stufe mit Mose und Aaron dahin marschieren, und dann noch einmal ganz bewusst Mose herausgehoben wird, um sich dann in diesem Berg dem lebendigen Gott zu nähern. Und dann waren sie schon auf dem Sinai mit all dem, was dazugehört, mit dem ganzen Rauch und der Wolke und all dem, was dazugehört. Dann lesen wir in 2. Mose 24, die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Die Wolke bedeckte ihn, wie lange? 6 Tage. Und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und dann marschiert er in die Wolke hinein. Und dann erfährt er was? Die Stimme Gottes aus der Wolke. Und jetzt sagt hier Jesus, ich warte mal gerade 6 Tage. Und natürlich haben wir Heidenchristen das schwerer, weil wir die Tora nicht gut kennen, aber das waren ja keine Heidenchristen.
Und er nimmt sie ganz bewusst wie damals zu einem Sinai-Erlebnis. Hier steht der zweite Mose, hier steht ein ganz anderer Mose, hier steht Jesus vor ihnen. Sie sollen niemand anders sehen als Jesus allein. Gott offenbart sich in seinem Sohn, in Jesus. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, Sinai 1. Das Evangelium, die Gnade, ist durch Christus Jesus geworden, Sinai 2. Schau ihn dir an, diesen Jesus, diesen ganz Jesus allein. Das heißt, wir werden eine ganz bewusste Konzentration geführt. Weggucken und hingucken. Hingucken auf diesen Jesus, fokussiert sein auf Jesus. Das ist das Thema von Matthäus 17. Und damit betrifft das natürlich nicht irgendwen. Das betrifft seine Leute. Die Jesus-Leute betrifft es. Also, um das mal klar zu sagen, die heute Morgen sind alle außen vor, die Jesus nicht als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Ja, in diesem Augenblick sind sie außen vor. Sie sitzen zwar mit uns hier in diesem Raum, aber sie sind außen vor. Das, was hier steht, gilt ganz intim, intern seinen Leuten. Denn für seine Leute ist es das Allerwichtigste, dass sie Jesus anschauen. Und Jesus sehen in allen Nuancen, in allen Facetten, seiner ganzen Größe und Schönheit, vom Jordangraben bis zum Berg der Verklärung. Und wenn Sie jetzt sagen, da kann ich ja gehen, da steht natürlich Ihnen frei. Aber könnte ich Ihnen vielleicht sagen, es gibt eine Möglichkeit. Wir haben in diesen Tagen gelernt, ich glaube, es war gestern bei der Frauenfreizeit, es gibt die Form des produktiven Neides. Es könnte ja sein, dass Sie ein ganz klein wenig neidisch werden heute Morgen, weil Sie sagen, boah, haben diese Jesus-Leute das gut, dass sie einen solchen Herrn haben, einen solchen großartigen Gott, mit all dem, was dazugehört. Und dann käme vielleicht so ein produktiver Neid raus, das wäre gut. Also nicht nur Ärger und Ablehnung und wie blöd und bescheuert, sondern das will ich auch, das wäre gut. Und von daher können Sie ruhig mithören. Wenn wir uns intern als Jesus-Leute, ganz intern als Jesus-Leute, das anhören, was diesen Dreien offenbart worden ist, aber natürlich nie nur als Privatvergnügen offenbart worden ist, sondern offenbart worden ist als ein Pfund, das ihr eigenes Leben bestimmte und das sie weiterzugeben haben als Segensvermittler an die Gemeinde seit 2000 Jahren. Wir schauen uns Jesus an. Und wenn wir Jesus in Matthäus 17 sehen, dann merken wir, in diesem Jesus fällt in dieser Geschichte alle Zeiten zusammen. Alle Zeiten zusammen. Das ist ganz eigenartig. Da stimmen die normalen Zeitachsen nicht mehr. Da ist es, als ob Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einfach zusammengezogen werden in einem Ereignis. Da geschieht Zukünftiges, wird in die Gegenwart gezogen. Die Vergangenheit taucht wieder auf. Die Gegenwart wird ganz dicht, ganz eigenartig, was da abläuft. Wir versuchen das einmal wieder auseinander zu dröseln. Und fangen damit an, dass wir uns Jesus anschauen, was die Zukunft angeht. In Zukunft. Allein Jesus, in Zukunft allein Jesus. Und da tritt er natürlich zuallererst auf, faszinierend, wie er hier auftritt in diesem Vers. Das heißt, er wurde verklärt vor ihnen, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Können Sie sich das vorstellen? Wir haben natürlich eine ganze Reihe alttestamentlicher Bezüge, die das deutlich machen. Wir können zum Beispiel hineingehen in den Psalmen und dann lesen im 144. Psalm, das Licht, sein Kleid ist, das er anhat, und dann wird das verherrlicht beschrieben, oder wir sehen die großen Messias- und Gottesoffenbarungen im Propheten Daniel 7, wovon diesem Erhöhten berichtet wird, wie er weiß und strahlend ist, alles, was ihn ausmacht. Das sind so Hilfen natürlich, oder Sie lesen ihn tatsächlich noch einmal, das, was in Offenbarung 1 dann dasteht, wie der Johannes hier, dann noch einmal eine ganz besondere Sicht für diesen Jesus bekommt. Das Erstaunliche ist doch diese, wie wird es hier genannt im Griechischen, diese Metamorphose. Hier findet eine Verwandlung statt. Das, was äußerlich diesen Jesus eben ausmacht, seine ganz normale irdische Gestalt, das war plötzlich komplett anders. Und was Faszinierendes passierte, nämlich, dass sein Angesicht leuchtete wie die Sonne.
Und natürlich, jetzt klingelt es wieder bei uns, das war ja frappierend ähnlich und doch so anders mit Mose 1. Wissen Sie noch, als Mose da oben auf diesem Berg war und als der Mose wieder runterkam, wie die Bevölkerung, da die Israeliten gesagt haben, dass das was ganz Eigenartiges mit seinem Gesicht passiert. Es gibt ja diesen Glanz auf dem Angesicht des Mose und die waren völlig irritiert über dieser Ausdruckskraft des Gesichtes des Mose. Das war für sie so störend, dass sogar Mose, wenn er da eben gerade seine Gesprächseinheiten mit Gott gehabt hatte, dann eben eine Decke über sein Angesicht gab. Und wir erfahren nachher aus 2. Korinther 3, dass es auch noch einen anderen Grund gab, warum es diese Decke gab. Weil nämlich der Glanz auf diesem Gesicht dann wieder verblasste. Warum hatte denn Mose dieses strahlende Gesicht? Wo kam das denn her? Das kam durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und bei Jesus, merken Sie den Unterschied? Bei Jesus ist es anders. Also wenn man jetzt mal versucht, das astronomisch auszudrücken, dann müsste man sagen, Mose leuchtet wie der Mond. Nicht da? Mose leuchtet wie der Mond. Wenn Sie da die Sonne abstellen, dann ist der Mose auch nicht mehr glänzend. Dann ist Feierabend, dann ist dunkel, dann ist der Glanz weg. Aber Jesus leuchtet wie die Sonne. Der strahlt aus sich heraus. Das ist er. Das ist faszinierend. Und da kriegen jetzt diese drei einen Blick auf Jesus, wie sie ihn bisher noch nicht gehabt haben. Das hat ihnen der Engelkönig geliefert damals über den Feldern von Bethlehem. Das hat ihnen auch nicht die erste Offenbarung im Jordangraben geliefert. Das hat ihnen noch nicht einmal die großen Wunder geliefert, die sie bisher gesehen haben. Dass sie etwas verstanden haben von der Doxa, von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, die er gehabt hat und die er natürlich zukünftig haben wird, dass er strahlen wird wie die Sonne. Unglaublich, das ist Jesus. Das ist Jesus. Und es ist wichtig, dass wir auch diesen Teil von Jesus sehen. Wenn wir diesen Teil von Jesus nicht für uns präsent haben, dann haben wir das, was wir schon so oft miteinander betrachtet haben, dann haben wir dieses Schrumpfen von Jesus. Und je mehr unser Jesus schrumpft, desto mehr kriegen alle möglichen Leuchten um uns herum wieder ihre Bedeutung und schieben sich wieder hinein. Dann machen wir unsere ganzen Taschenlampen und funzeln wieder an, auf die wir unsere Hoffnung setzen und die irgendwas für uns bedeuten, weil das eigentliche Licht Jesus nicht mehr strahlt. Und deswegen müssen Sie ihn sehen. Sie müssen ihn sehen in seiner zukünftigen Herrlichkeit. Sie haben es bei Jesus mit dem zu tun, aus dessen Hand das ganze All gekommen ist. In dessen Hand das ganze All ruht. Von dem der 119. Psalm sagt, alles dient ihm. Bitte stellen Sie das immer wieder einmal vor. Alles dient ihm. Und auf den das ganze All zuläuft und vor dem das gesamte All anbetend auf die Knie fallen wird, den haben Sie vor sich. Und den Glanz dieses Gesichtes müssen Sie sehen. Und dann werden Sie und ich nicht mehr so schlecht reden über den Petrus. Ach, ich weiß, dass der Mann ja viel Mist gebaut hat, aber das, was er hier gemacht hat, da kommt er ja so schlecht weg in der Auslegung. Wie dämlich der Mann war, das gar nicht verstanden hat und dieses bescheuerte Hütten bauen und was sich eigentlich vorstellt und völlig neben der Spur. Nein, 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 nein. Diese Hütte, das ist ja zum einen, so denken die einen, eine Anknüpfung an die Stiftshütte, an diese Verortung Gottes auf dieser Erde. Oder wenn Sie sich ein bisschen am Plural stören, dann daneben Sie die tiefe Tradition des Laubhüttenfestes, wo ja vom zukünftigen Reich Gottes die Rede ist. Aber egal, ob so oder so, Sie denken, Sie kommen immer an einer Stelle wieder raus, nämlich, dass Gott da ist und bleibt. Bleibt. Das geht doch da durch. Da versteht einer plötzlich, Mensch, das wär's. Mensch, das wär's. Das wär's. Nicht nur verweile Augenblick, du bist so schön, nicht wahr? Sondern das wär's. Wenn er bleiben würde. Was kann ich tun? Was kann ich, Petrus, Mensch, tun, dass die bleiben? Ich muss ihm was bauen. Ich muss ihm eine Wohnung bauen für dieses geniale Trio, was da steht. Denn wenn die erstmal hier wohnen, dann sind die da. Und dann bleiben die.
Ich will, dass die bleiben. Wie recht hatte dieser Mann. Das tiefste Sehen, die größte Hoffnung und die größte Zukunft kommt in diesem Hüttenbauen auf diesen Bergen zum Ausdruck. Wenn das wahr würde, dass diese Person mit diesem Gesicht, das strahlt wie die Sonne, wenn der bei uns bleiben würde, das wär's. Und sehen Sie, natürlich, das eine ist dieses geniale Wunder, dass der lebendige Gott, dieser Jesus, in kleine, sterbliche Menschen eingezogen ist. Heute Morgen haben wir es auch gebetet, in der Gebetszeit vor dem Gottesdienst, dass das ja das größte Wunder überhaupt ist, dass der hier, der strahlen kann wie die Sonne, dass der Wohnung genommen hat in sterblichen Menschen, in ihn und in mir. Ja, das ist das eine. Aber das andere, was wir hier entdecken, ist die wunderbare Zukunft, die hier angedeutet wird. Denn was Petrus hier sagt, das ist es doch. Darauf läuft doch alles hinaus. Da wollen wir doch hin. Da wollen wir doch hin. Deswegen lesen wir die besten der letzten zwei Seiten der Bibel mit größter Intensität, weil davon die Rede ist, dass tatsächlich der lebendige Gott, denken Sie an Offenbarung 21, dass tatsächlich der lebendige Gott auf diese neuen Himmel, neue Erde schaffen kommt und Wohnung ist und bleibend da sein wird. Und dann baut er sein Jerusalem, sein neues Jerusalem. Und haben Sie es schon gelesen, bewusst wahrgenommen, es braucht keinen Leuchtkörper in dieser Stadt. Es braucht keine Sonne mehr. Und Sie wissen warum? Sie wissen warum? Weil da schon eine Sonne ist. Da ist schon die Sonne. Da ist Jesus, da braucht es keine billige Sonne mehr. Keinen astronomischen Körper, der hat ausgedehnt, den können Sie wegpfeffern. Der dient nicht mehr, denn er selber ist strahlende Gegenwart in dieser Welt. Ja, da wollen wir doch hin. Wir lassen uns das nicht nehmen. Und bei allem sich freuen an dem, was auf dieser Erde noch halbwegs was taugt. Wissen wir, je länger wir leben, mit was für einer klaren Sehnsucht und Hoffnung der lebendige Gott uns ausgestattet hat, tief und reich ausgestattet hat, dass der Vorgeschmack vom Berg der Verklärung das Ziel der Jesusleute ist. Ich werde dieses Gesicht sehen. Verstehen Sie das? Ich werde dieses Gesicht sehen. Alles andere ist doch so dermaßen egal. Kennen Sie auch den Klassiker? Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht, das Gesicht. Verstehen Sie, das ist nicht eine Randfrage. Das ist nicht eine Frage, wenn man so kurz vor der Ziellinie noch denkt, na gut, jetzt muss ich halt doch irgendwann diese Erde verlassen, schade, aber wahr. Das ist das große Hoffnungsthema aller Jesus-Leute, dass über allem, was in dieser Welt es zu sehen gibt und was man auch sehen muss, schon jetzt mit den Augen des Glaubens den einen sehen darf, wo ich dann einmal mit meinen natürlichen, neuen, erneuerten Augen ihn sehen darf. Und deswegen Jesus allein, was die Zukunft angeht, voller Hoffnung. Meine Augen werden den König sehen. Meine Augen werden den König sehen in seiner Schöne. Das ist es doch. Aber dabei bleibt es ja nicht. Sondern es passiert ja was ganz Faszinierendes. Plötzlich stehen da zwei Personen. Mose und Elia. Wüsste ja gerne, was sie darüber denken.
Es sind ja so 3 bis 5 Fragen offen, nicht wahr? Die wir so gerne wüssten, die wir so gerne wüssten. Wenn die da auftauchen, plötzlich stehen Mose und Elia da und wir sagen, Herr, das ist ja ein bisschen frech, du musst uns das ein bisschen erklären. Nö, muss ich nicht. Und dann steht das alles da. Können wir ein paar Fragen stellen? Ja, ihr könnt ruhig ein paar Fragen stellen, aber ihr kriegt sie nicht beantwortet. Also so Fragen wie zum Beispiel, was haben denn die letzten 800 Jahre gemacht? Und das ist ja die kürze Zeit für Elia. Was haben die denn gemacht? Wie kamen denn die rüber? Kamen die ein bisschen kruftig rüber, nach dem Motto, gut abgestampft? Oder hatten die schon die geniale neue Leiblichkeit? Woher konnte man denn wissen, dass das Mose und Elia sind? Wie waren denn die körperlich drauf? Und waren die denn top informiert? Und viele, viele Dinge. Ach, die bleiben einfach unbeantwortet. In einer, ich sag's mal so, erfrischenden Selbstverständlichkeit wischt der lebendige Gott hier das ganze düstere Zinnober unserer kleinkarierten materiellen Welt weg. Und gibt es zumindest das in großer Klarheit, wie die ja selbstverständlich sind, die da, wo soll die denn sein? Denn Jesus hat doch gelehrt, ihm leben sie alle. Also wer? Dann die beiden doch auch. Und natürlich sind die da. Und natürlich sind die leiblich da. Wie sollen sie denn sonst da sein? Leiblichkeit ist kein zeitlich bedingtes Produkt, sondern gehört mit zur Schöpfungsfreude des lebendigen Gottes. Und sie schwirren ja auch in Zukunft nicht als deine Geister irgendwie durchs Universum rum, sondern erneuerten wunderbaren Leiblichkeit, wie auch unser Herr bei einer wunderbaren Leiblichkeit unterwegs gewesen ist. Und so stehen die beiden hier. Und die beiden sind nicht etwa irgendwie total überaltet, sondern sie sind topfit. Nach dem Lukas-Evangelium können sie nicht nur reden, nach dem Lukas-Evangelium lesen wir sogar, dass sie mit Jesus eine Arbeitssitzung eingetreten sind und mit ihm gesprochen haben über den Ausgang, den er nehmen sollte in Jerusalem. Da bekommt der Sohn Gottes Flankenhilfe von den beiden großen Säulen des alten Bundes für Mose, von Mose und Elia, für den Weg, den er zu gehen hat, für den Weg ans Kreuz auf Golgatha. Das haben ganz offensichtlich, lesen Sie mal Lukas, die drei gar nicht mitbekommen, denn die waren in einem Schlafzustand. Die entscheidende Arbeitssitzung haben sie verpennt, wo die drei zusammenstanden und das ausdiskutiert haben, wie das jetzt weitergehen soll. Hochinteressant, Mose und Elia sind da. Große Persönlichkeiten des alten Bundes, die natürlich für uns eine faszinierende Szene darstellen. Da springt ja einem so ziemlich alles in die Augen, nicht wahr? Mose und Elia, das sind die beiden Exponenten für die gesamte alttestamentliche Offenbarung. Die stehen für diese beiden großen Schriftoffenbarungsformen des lebendigen Gottes im Alten Bund. Für die Tora, für das Gesetz und für die Propheten. Und die zwei bilden eine große Einheit der Offenbarung des Alten Bundes. Und wo stehen die jetzt? Im Neuen. Im Neuen. Mitten im Neuen Bund. Mitten bei der entscheidenden Person des Neuen Bundes, nämlich bei Jesus. Verstehen Sie, das ist das Wunderbare, dass in dieser kleinen Szene so ungefähr die halbe Theologie eingepackt ist. Und wer diese Szene begreift, der versteht das Alte Testament. Gesetz und Propheten, die ganze Offenbarung des Alten Bundes, ist ausgerichtet auf eine einzige Person, auf Jesus. Gesetz und Propheten kommen wohin? Zu einer Person, nämlich zu Jesus. Gesetz und Propheten haben da ihr riesengroßes Ziel in Jesus. Gesetz und Propheten erkennen den einen an als den, auf den alles zuläuft, Jesus. Gesetz und Propheten sind natürlich zweitrangig, vorbereitend, hinführend gegenüber dem einen, nämlich Jesus. Gesetz und Propheten sind an einem einzigen Thema interessiert, wie Jesus die Heilsgeschichte vollendet am Kreuz auf Golgatha. Gesetz und Propheten verschwinden. Einer bleibt. Jesus. Alles
Schwestern und Brüder, alles in diesem Universum, alles in der Geschichte, alles in der ganzen Vergangenheit, um die es hier plötzlich geht, hier vor uns steht, hat einen einzigen Zielpunkt, eine einzige Mitte, einen einzigen Fokus, eine einzige Auflösung. Nur in einem einzigen findet die Auflösung statt. In Jesus. Nur in Jesus. Und das hilft uns ganz entscheidend zu begreifen, wie wir manchmal so irre werden an den irdischen Zusammenhängen, an den ganz großen Linien, die Heilsgeschichte gezogen hat, und wir manchmal nicht wissen, wie soll das Ganze denn weitergehen, dieser verrückten, eigenartigen Welt, in der wir zu leben verpflichtet sind. Und dann begreifen wir, was wir da lesen. Tatsächlich, der lebendige Gott lässt alles auf eine Person zulaufen, und sie deuten Geschichte nur dann richtig, wenn sie sie von Jesus und auf Jesus zu hin deuten. Sonst liegen sie immer daneben. Das ganze Universum ist ausgerichtet auf eine einzige Person, ob das Universum das weiß oder nicht. Das ganze Universum ist ausgerichtet auf eine Person, nämlich auf Jesus. Und nur in Jesus findet seine geschichtliche Erfüllung und Antwort. Nur in Jesus findet es seine geschichtliche Erfüllung und Antwort. Und sie und ich auch. Jetzt nehmen wir das kleine Päckchen meiner Biografie und ihrer Biografie mit all dem ganzen Kram. Und all dem Ganzen, ich verstehe es nicht und ich begreife es nicht und es ist für mich undurchsichtig und ich durchschaue die Prinzipien Gottes nicht und weiß, was ich aus. Und dann gehen Sie auf den Berg der Verklärung und schauen sich diese Szene an. Und dann verstehen Sie, es wird alles seine Antwort finden. Es wird alles seine Erfüllung finden. Es wird alles zum Ziel geführt in einer einzigen Person, in Jesus. Deswegen sagt Jesus in Abschiedsrede im Johannesevangelium, wenn ihr dann einmal bei mir seid, dann dürft ihr mit allen euren Fragen kommen. Theoretisch ja, aber nicht mehr nötig. Nicht mehr nötig. Ihr werdet mich dann nichts mehr fragen. Weil wir diesen Jesus sehen als die Erfüllung und den Zielpunkt auch unserer ganz persönlichen, kleinen, verworrenen, brüchigen, eigenartigen, schwierigen, notvollen, wie auch immer zu definierenden Geschichte. Wenn Sie aber diesen Jesus nicht sehen, dann bleiben Sie im Irrsinn Ihres Lebens hängen. Und deswegen ist es überlebensnotwendig für Montag, Dienstag und Mittwoch, dass Sie den Zielpunkt der Geschichte sehen, auch für Ihr kleines Leben, und sich mit diesen dreien auf den Berg der Verklärung stellen und sagen, Herr Jesus, in dir ist alle Antwort für alle Fragen meines Lebens. In dir ist alle Antwort für alle Fragen meines Lebens. In dir liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und du wirst alle Dinge, auch unseres kleinen Lebens, in dir zur Erfüllung bringen. Und darüber werden sie dann nicht wahnsinnig über ihrem Leben, sondern sind gehalten in dieser einen Person auf dem Berg der Verklärung, in dem das all seine Mitte hat und auch ihr Leben. Bitte, seien Sie um Ihrer selbst willen so klug, und bleiben Sie nicht allein mit Ihrer Geschichte, sondern stellen Sie Ihre Biografie mit auf den Berg der Verklärung und sagen Sie Ihrem Gott und sagen Sie Ihrem Jesus, dass so wie die großen Linien des Universums, so auch Ihre kleinen Kurven mit Ihrer Mitte haben in diesem Jesus. In diesem Jesus haben Sie Ihre Antwort. Es war die Vergangenheit. Und dann wachen die wieder auf und hören eine ganz erstaunliche Stimme. Die Schechinah, die Herrlichkeitswolke, ist präsent. Und aus der Wolke kommt die Stimme, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören.
den sollt ihr hören. Das ist die Aufgabe für die Gegenwart. Das ist die Aufgabe für die Gegenwart. Nichts anderes ist der Gemeinde aufgetragen. Das ist ein sehr überschaubarer, sehr klarer, sehr wichtiger Befehl. Das ist überschaubar, nicht hochkomplex, nicht auf 23 Seiten mit 187 Anmerkungen im Kleingedruckten in einer Art Gesetzestext Ihnen vermittelt, sondern ganz schlicht, den sollt ihr hören. Das ist überlebensnotwendig für die Gemeinde Jesu, sonst kommt diese Gemeinde nicht durch. Und die Gemeinde Jesu wird nicht ohne Anfechtung diesen Auftrag zu erfüllen suchen. Dass er so ist, das lehren uns schon die letzten 2000 Jahre Gemeindegeschichte. Und das lehrt sie die aktuelle Geschichte der Gemeinde und auch ihre persönliche Biografie. Und deswegen haben wir uns neu heute Morgen daran zu orientieren, dass einen ganz schlichten, elementaren Befehl des Erhöhten des Vaters gibt zu seiner Gemeinde, was den Sohn angeht. Hört den. Und weil das heute manchmal so ein bisschen schwammig ist, auch in ganz christlich orientierten Kreisen, müssen wir es immer in großer Freude und Frische sagen. Sie werden ihn nicht hören, wenn Sie in Ihr Innerstes hineinhören. Sie werden ihn auch nicht hören, wenn Sie sich versenken. Sondern Sie werden ihn dann hören, wenn Sie ihn zu Wort kommen lassen. Und er hat sich festgelegt, was er zu sagen hat. Und der Kanon ist abgeschlossen. Und es gibt nichts Neues mehr zu sagen. Es steht alles drin, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das ist mehr als genug. Schluss, aus, Ende. Und wo man ihn anbieten will, neue Stimmen zu hören, wenden Sie sich ab. Verweigern Sie sich erfrischend. Schlürfen Sie nicht aus den trüben Quellen der Religion. Gehen Sie zur Quelle. Gehen Sie zu seinem Wort und hören Sie ihn. Dieses einfache, schlichte Wort aus der Ewigkeit. Und dann kommt Gemeinde durch. Und dann sieht sie ihn. Und dann kann sie ihren Weg gehen. Das ist die Gegenwart. Er hat das bewusst gewollt. Er hat das ganz bewusst gewollt, dass wir auf ihn orientiert sind. Petrus, der ja eine Gemeinde anschreibt in seinem Brief, in 2. Petrus 3, die massiv unter Druck ist. Petrus sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Und jetzt? Und weil wir umso fester dieses prophetische Wort haben, tut ihr gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Den sollt ihr hören. Das ist die Aufgabe. Was will mein Gott? Was sagt mein Herr? Wo steht er? Was denkt er? Wie sieht er die Lage? Den sollt ihr hören. Und sie sah niemand. Niemand als Jesus allein. Und sie merken, das reicht nicht nur gerade so. Also dem Motto, schade, nur Jesus.
Das ist auch nicht nur einfach ein bescheidenes Reduktionsprogramm für diese Erde. Das ist das eigentliche, letzte Ziel- und Zukunftsprogramm. Jesus angucken. Jesus angucken, das ist volle Hoffnung. Tiefster Trost und ganzer Gehorsam. Da ist ihre Zukunft, da ist ihre Vergangenheit, da ist ihre Gegenwart. Also, dann werden wir ihn angucken, nicht wahr? Dann werden wir ihn angucken. Dann werden wir in den unterschiedlichsten Lagen, in die Gott uns in diese Stunden und Tage hineinstellt. Aber eines werden wir uns nicht nehmen lassen. Wir werden ihn angucken. Jesus allein. Zum Gebet bitte ich Sie aufzustehen.